Dann darf ich alle begrüßen zu meinem Vortrag hier, Thema EU-Datenschutzgrundverordnung, abgekürzt DSGVO, haben wahrscheinlich schon viele gehört in den Medien. Und mit dem Zusammenhang Open Source wahrscheinlich weniger, habe ich mir gedacht, interessanter Aspekt, vielleicht können wir heute eben drüber reden. Ich bringe euch einige Sachen da und bin ja schon gespannt auf eure Meinung dazu. Mein Name ist Helmut Schmidt und ich habe eine kurze Agenda vorbereitet, was ich mir für heute vorgestellt habe. Zuerst einmal kurze Info, wer bin ich eigentlich, wie komme ich zu dem Ganzen? Wer oder was ist diese OSEC, die da hinten steht? Open Source, freie Software generell. Hallo? Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Was erwarten sich eigentlich die Benutzer, also artgerechte Benutzerhaltung, Wertschöpfungsaspekte und dann diese berühmte EU-Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Wie hängt das Ganze zusammen? Am Schluss natürlich noch Fazit, Fragen, Feedback ist immer. Zu meiner Person, ich selber habe diese heilige Wahlen hier auch genossen, ist aber schon ein bisschen länger her. Das heißt, ich war ganz am Anfang dabei, Informationsmanagement, IM98. Generell EDV kenne ich seit den 90er Jahren, also eben noch aus Kommandozeilen-Sachen und dann die Weiterentwicklung bis zu den visuellen Geschichten. Von den Bereichen hier CRM, Logistik, Office ist eigentlich meine Materie gewesen, große Unternehmen. Mittlerweile bin ich selber Unternehmer, eben bei der WKO dabei und habe dann festgestellt, die haben auch einen eigenen Bereich für Open Source. Da bin ich eben seit 2015 auch schon der Sprecher eben vom Bund und vom Land. Ist ein reines Ehrenamt, aber man kann damit zumindest einen Teil der Mitgliedsbeiträge in Open Source Sachen verwenden. Kann ich Ihnen empfehlen, also wenn man Unternehmer ist, die können auch was beitragen, dass Sachen gefördert werden. Generell geht es mir immer darum, ich habe diese Idee Technik, Wirtschaft, Gesellschaft. Eines alleine funktioniert meistens nicht so gut. Alle Aspekte zusammen betrachtet funktionieren besser. Und von der Zielgruppe, weil ich auch schon eben über 40 bin, gleich 40 plus. Das heißt, Leute mit Gewohnheiten. Noch kurz zur OSEC, wir haben vorhin einen Stand auch noch stehen, also eben von dieser Expertengruppe der WKO. Das heißt, wir versuchen hier Leute zu vernetzen, die alle mit Open Source zu tun haben. Wir haben auch solche Folder oben aufgelegt. Da kann sich jeder gerne melden und dann kann man die miteinander bei Projekten auch voranbringen. Mehr Infos gerne beim Stand vorne. Jetzt von den Aspekten hier mal Open Source, freie Software generell, wenn man sich das anschaut, auch in Richtung eben auf Datenschutzgrundverordnung. Die meisten Leute sagen mal bei der Frage Open Source, ja, das ist einmal das, was kostenlos umeinander liegt. Naja, wenn wir ganz sicher sind, dass so prinzipiell der Quellcode ist offen, das stimmt schon, wenn man entsprechend verstehen und anwenden installieren kann. Dann kommen die ganzen Fragen immer so nach eben Programmen, Daten, Formaten, das wird dann schon spezieller. Gibt es da entsprechende Standards oder sind das eigene Definitionen? Und da kommen wir schon auf einen Aspekt später von der Datenschutzgrundverordnung. Wenn ich hier vielleicht offene Standards verwende, werde ich mir leichter tun, auch in Jahren noch das Ding zu lesen und wieder herstellen zu können, als wenn ich halt irgendwann mal selber entwickelt habe, das keiner kennt. Das Problem haben wir alle, die proprietäre Software verwenden, die nicht gut dokumentiert ist oder gar nicht. Wie komme ich an die Daten später noch heran, wenn etwas nicht mehr funktioniert? War gestern hier bei einem Vortrag, da hat der Kollege gemeint, sie hat einen Fall, wo sie eine Datei von CorelDRAW herstellen wollten. Sehr spannend, wenn das Format schon lange nicht mehr eben existent ist im Programm hier. Von den Lizenzen selber, hier ist es natürlich auch klar, wir haben ja eher in der Open Source die Lizenzfreiheit, Sachen herzugeben. Also vom Copyright eher Richtung Copyleft mit entsprechenden Definitionen. Und das hat eigentlich ja eh jede Software. Also die berühmte End-User License Agreement, die Euler, die tut ja jeder beim Installieren meistens mit OK abklicken. Bin dann immer sehr fasziniert, wie schnell die Leute lesen können, weil das geht meistens innerhalb von einer Sekunde. Wenn man sich einmal anschaut, was da drinnen steht, haben die meisten Software drinnen stehen. Man kann sie so verwenden, wie sie ist. Also as is. Das hat mal der Bill Gates schon damals gut definiert, nach dem Motto, da könnte mich jemand verklagen, wenn ich was hineinprogrammiere und dann geht was nicht. Deswegen habe ich jeden freigestellt, er kann sowas bezahlen dafür, auch wenn es proprietär ist. Nur generell, wenn was nicht funktioniert, hat er halt Anspruch darauf, dass er mir eine Frage stellen darf, ich werde es dann beantworten, je nachdem halt, ob ich eine Vereinbarung habe mit Servicevertrag. Wird auch vielleicht jeder kennen, wenn man auch kommerzielle Software verwendet, die proprietär ist und man hat keine Service License Agreement, also keinen Servicevertrag, dann kann man zwar sich an den Support wenden, aber die Reaktionszeit wird eher länger bis gar nicht ausfallen. Deswegen auch immer die Frage da hier mit diesen Geschäftsmodellen, wie schaut das aus? Also eben Technik, Service und Training. Die Sache ist bei den meisten Firmen, die bei privaten Anwendern, wenn ich jetzt nur davon ausgehe, mein Rechner startet und das heißt automatisch, er funktioniert, auch nach einem Update. Und ich habe mir nie überlegt, na, habe ich eigentlich auch Testdaten dafür, gerade wenn ich Unternehmer bin, lasse ich da auch regelmäßig Sachen überprüfen, wenn ich was abgedatet habe, dass auch noch alle Sachen so gehen wie früher. Machen die meisten eher nicht, habe ich festgestellt, gerade kleinere Unternehmen, die stellen nur fest, Update habe ich gemacht, Rechner konnte gestartet werden, hat funktioniert.
Das heißt, nur der Rechner hat starten können und das hat funktioniert. Und deswegen eben auch die Frage auch Technik-Service-Training. Richtung Datenschutz-Grundverordnung kommt ein wichtiger Unterschied. Das heißt, bisher haben die meisten Firmen gesagt, nach dem Aspekt Never Change a Running System, wir wollen nur, dass es funktioniert und das möglichst lange gleich funktioniert. Jetzt kommt ein neuer Aspekt dazu. Ich sollte mir die Frage stellen, wie es funktioniert. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das heißt, auf die Frage da hier, wer serviciert mir das und nicht nur, wer hat das mal installiert, kann man sich ähnlich vorstellen wie bei den ganzen Medikamentenpackungen. Da steht auch immer in der Werbung, über Wirkung und mögliche unerwünschte Nebenwirkungen informieren Sie. Gebrauchsinformationen, das sind die Manuals. Also das berühmte Read the fucking Manuals macht fast keiner, außer die Experten. Der Apotheker ist der Händler, der hat mir das vielleicht einmal verkauft. Und auf die Frage dann der Arzt, also wer ist mein Servicemensch, da wird es meistens schon ganz dünn. Weil gerade so bei speziell kleinen und mittleren Unternehmen hat es einmal der entfernte Verwandte fünften Grades, der sich so ein bisschen auskennt, damit einmal zum Laufen gebracht und sehr lange nicht mehr abgedatet und gepatcht. Kommen vielleicht einem der Personen vor, die man mal gehört hat, die jemanden kennen, die jemanden wieder kennen. Weil man selber hat es eher immer gemacht. Und dann ist der nächste Punkt dabei. Diese ganzen Sachen hier, Kompatibilität, Schnittstellen, Treiber, die betreffen ja alle. Also wurscht jetzt, ob Open Source, ob das jetzt eben ein proprietäres System ist. Der Vorteil ist halt, bei den meisten proprietären kommerziellen Systemen, die sagen mir von sich aus, wie lange sie ein Produkt unterstützen werden. Also wenn ich hineingehe bei Windows, kann ich da im Internet nachlesen, der Produktlebenszyklus auch einer Software, die wird jetzt per se nicht kaputt, aber eben irgendwann sagt sie einmal, okay, sie wird nicht mehr gewartet, nicht mehr gepatcht, ich erkenne keine neuen Treiber für Komponenten mehr, da ist es definiert. Da ist ganz klar, jeder, der jetzt auch Windows 7 im Einsatz hat, wird sich darauf einstellen müssen, dass Windows 7 erklären wird, okay, mit spätestens 2020 wird da nichts mehr funktionieren damit. Weil dann ist es ausgelaufen. Das sagen die einem auch schon im Vorhinein. Viele ignorieren das nach wie vor. Wenn man sich jetzt anschaut, auch in den Fällen, die vorgesehen waren, mit dieser ganzen Ransomware und anderen Geschichten, wurde oft der Name XP noch verwendet. Man ist dann überlegt, das habe ich, glaube ich, bei mir schon gehabt, also doch schon einige Zeit her. Sollte man eher gerade im Internetbereich nicht mehr verwenden, machen offenbar doch noch viele, weil es eben funktioniert. Sagt nichts darüber aus, ob es sicher ist, ob es gewartet ist, sonst irgendwas. Und deswegen auch einmal gleich der wichtige Punkt dahinter. Wenn ich jetzt eh schon sage, liebe Freunde, warum war das bisher so? Naja, also die Strafen, wenn was im Datenschutzbereich passiert ist, waren ja eher gering gehalten. Wir haben schon seit 2010 ein sogenanntes Datenschutzgesetz, das gibt es schon ewig. Dann ist immer unternehmerische Frage meistens halt, naja, was kostet mich halt, wenn ich das nicht beachte? Es gibt ja viele Gesetze und da muss man eine Entscheidung treffen, was mache ich, was mich selber betrifft und was passiert halt, wenn mir jemand bestrafen wird. Man hat da festgestellt, naja, der Strafrahmen lag bei maximal 25.000 Euro. Das ist zwar schon eine Summe, aber für viele Unternehmer ein kalkulatorisches Risiko. Die verhängten Strafen waren eher so im 100-Euro-Bereich, also auch nicht wirklich abschreckend und die Behörde war dementsprechend auch nicht lange dabei, dass sie danach forscht. Jetzt kommt es anders. Jetzt hat man immer in den Medien gehört, EU, Datenschutzgrundverordnung, Millionen Strafen. Maximal 10 Millionen, maximal 20 Millionen, je nachdem, was ich gerade habe. Oder, weil sie Großunternehmen ja auch treffen soll, die sagen, okay, Millionenstrafen sind zwar hoch, aber bei uns trotzdem Portokasse, 2 oder 4% vom konzernweiten Jahresumsatz des Vorjahres. Das tut dann schon ein bisschen mehr weh. Okay, komme ich später noch dazu. Aber genau das betrifft dann natürlich gleich. Deswegen diese Sachen hier mit Kompatibilität, Schnittstellen, Treiber, das sollte ich mir sowieso stellen, egal wie ich jetzt ticke, Open Source oder proprietär. Und darunter ist halt noch ein nächster Punkt angeführt mit Freiheit, Qualität, Zuverlässigkeit. Das heißt jetzt, das Mikro hat teilweise Aussetzer, ich hoffe, das kriege ich noch in den Griff. Wenn viele Unternehmen jetzt eben sagen, okay, die Cloud ist ja so toll und viele Anbieter bieten mir ja an, ich arbeite nur mehr auf Cloud, die werden alles für mich managen. Was heißt es in Richtung Freiheit? Ich brauche mal eine Internet. Mikro noch an. Gut, versuchen wir mal die andere Hand. Also Richtung Cloud eben die Sache, ich verwende nur mal Online-Abos. Hat man es auch schon, also Office 365 angefangen, die erklären mir schon, ich werde immer ein Internet brauchen. Ich verwende das Ganze im Browser drinnen. Ich werde nie überprüfen können, ob mir jemand über die Schulter schaut, weil ich verwende das Ganze wie bei einem Terminal vorher. Und ich habe schon gewisse Probleme überhaupt zu definieren, wie meine Daten dann dort auch noch weiter verarbeitet werden. Also mittlerweile haben die zwar schon Verträge dann für Europäer, wo die sagen, da brauchen wir jetzt einen Wisch, da steht oben, das ist alles datenschutzkonform.
Das werde ich denen halt glauben müssen. Aber im Endeffekt wirklich zu überprüfen will ich das nicht können. Da kann ich sagen, die sind groß genug und denen glaube ich das halt. Deswegen ist die Frage auch eben Richtung anderen Systemen. Gut, gibt es einen kleinen Tausch. Sehr gut. Merkt man schon, das Backup ist gerade im Einsatz, funktioniert. Will ich das nicht auch mir von Sinn der Freiheit her auch selber bestimmen können und verstehen, wie das vor sich geht? Weil viele Leute haben ja schon mal probiert zu verstehen vielleicht, wie schaut es aus mit proprietärer Software, offiziell darf ich es ja gar nicht dekompilieren. Wirklich eine Beschreibung, wie das Ding funktioniert, kriege ich meistens auch nicht mit, maximal von der Oberfläche. Das ist die Behübschung für den Anwender. Was da technisch im Hintergrund abläuft, was im Quellcode drinnen steht, wie oft die eine geschrieben haben, ein hardcodedes Masterpasswort, wie oft die sagen, on error go to next oder andere Geschichten, das werde ich nie sehen. Das heißt, hier ist schon ein Aspekt in Materie, gerade auch als Unternehmer. Ich hätte ganz gerne was Quelloffenes, weil da kann ich schon mal den Quellcode durchsuchen. Ich muss ihn nicht ganz verstehen, aber ich kann schon mal nach solchen Schlüsselsachen suchen. Machen die da eine gescheite Fehlerbehandlung? Haben die da was hinein hardcoded? Ich war vorige Woche bei einem Vortrag in Wien draußen, da haben die auch gesagt, naja, jemand hat es dann zu toll genommen mit Open Source, das war ein Entwickler für intelligente Lichtschalter. Der hat natürlich dann den Source Code auch offen gestellt. Das kleine Problem war dahinter, er hat hardcoded drinnen ein Masterpasswort vergeben. Natürlich war dann vollkommen klar, in allen Suchmaschinen schaut an und wie die alle heißen eingegeben, Modellserie suchen, wo komme ich überall rein damit. Umgekehrt sage ich, das war kein Problem von Open Source per se, weil es wäre gescheit gewesen, wenn ich sage, ich verwende Open Source. Den Code kann jeder anschauen, ich kann mich nicht verstecken hinter, der ist nur kompiliert und nicht einsehbar. Ich überprüfe vorher, ob gewisse Sachen hart hineinkodiert sind und ob vielleicht nur drin steht am Anfang, wenn du den Lichtschalter in Betrieb nimmst, bekommst du eine Eingabeaufforderung, die diese Kriterien erfüllen muss, das heißt Komplexität, Länge, was auch immer halt, und das wird dann verschlüsselt abgespeichert. Aber ich würde dir nie ein Standardpasswort hineinschreiben. Deswegen, da wäre schon mal ein anderer Ansatz dran gewesen. Und natürlich da hier mal bei Open Source auch die Geschichten da hier mit gemeinsam mit der Interessenteilung Fork. Es ist natürlich klar, bei aller Freiheit, die man hat, man ist keine Firma, viele Unternehmer haben deswegen noch gerne eben proprietäre Ansprechpartner, da sagen die, naja, da hat meine Firma mit einem Chef, der gibt vor, wo es lang geht und deswegen, das ist einigermaßen zuverlässig. Und bei der freien Software weiß ich ja nie genau, wie das dort ausschaut. Nur der kleine Hinweis immer dazu, auch wenn die dann alle in den Medien so schön rüberkommen mit Sakko und eben frisiert und wie auch immer, die Typen im Hintergrund schauen meistens eher so aus. Und davon gibt es auch nicht so viele. Also wenn ich dann hergehe mit den anderen Argumenten, sprich Fachkräftemangel und so weiter, kann ich davon ausgehen, auch wenn es jemand offiziell eine geschlossene Software hat und die Entwickler wechseln nach einigen Jahren, die nehmen das Wissen zumindest da oben drinnen mit. Und wie schon bei vielen größeren Firmen, wenn man da mal tätig war, weiß man, es gibt gewisse Standardprozeduren, die haben sich auch über die Jahre nicht verändert. Also wenn man einmal hineinkommt, ist, kommt man dann eh immer rein. Nur so viel dazu, was das sein könnte. Jetzt zu diesem Aspekt hier, artgerechte Benutzerhaltung. Wenn ich davon ausgehe, eben Richtung Datenschutz, naja, das eine ist einmal der Hersteller, der wird mal was produzieren, was jemand verwenden soll. Und auf der anderen Seite, das Typische, das Problem sitzt vor dem Gerät. Und das Problem hat sich auch verändert. Das heißt, in dem Sinn, ein Update einspielen bei Technik geht relativ einfach. Ein Update einspielen bei der Benutzergeneration ist relativ schwierig. Also im Grunde habe ich es auch hier so benannt. Das heißt, hier benutzergenerationsmäßig. Es gibt immer die sogenannten Natives und die Immigrants. Das heißt, wenn ich jetzt noch schaue, bei mir zum Beispiel, meine Vorgeneration, sprich meine Eltern, sie haben maximal die Schreibmaschine gekannt, gut, das war Tastatur, damit konnten sie umgehen. Also sprich, wenn noch was installiert war mit den Pfeiltasten rauf, runter, haben sie auch noch gut verstanden, waren glücklich damit. Am besten noch Single Task, also immer ein Programm hintereinander. Die Hardware da oben war nicht anders ausgelegt einfach. Und der Bitbereich war auch eher eingeschränkt, sagen wir so. Dann kommt der nächste Aspekt dazu, eben die Maus. Dann hat man immer schon gesehen, immer noch der Spaß bei mir, ich mache Seniorentrainings. Wenn die Maus ins Spiel kommt, dann kommt dann die Abstraktion, da habe ich was, wo ich auf dem Tisch umeinander fahre damit und links und rechts und irgendwie tut das was am Bildschirm auch noch. Da haben schon die ersten Schwierigkeiten damit. Und jetzt kommt eine ganz neue Generation, ich nenne es einmal so pauschal Wischiwaschi oder Touch auf Englisch. Das heißt, die wissen gar nicht mehr, was da im Hintergrund eigentlich vor sich geht. Die haben meistens nur eine grafische Oberfläche und sind eher schon in Richtung, die sind zwar sehr schnell im Ausprobieren und zum Verstehen, wie das funktioniert. Nur wenn einmal ein Fehler auftritt, die Fehlerbehebung, die Mühen der Ebene ist ja nicht mehr vorhanden, weil warum? Ich kann mir so schnell ein neues Gerät kaufen, das funktioniert oder was Neues installieren, was funktioniert. Das heißt, das Denken wird anders, die Fähigkeiten werden anders. Ich habe noch ungefähr eine Ahnung, was dahinter wahrscheinlich abgehen wird, wo man Fehler eingrenzen kann. Richtung Fachkräftemangel, Verständnissorge wird es halt schwierig werden, wenn Leute nochmal gewohnt sind, Sachen zu bedienen. Also kurz zusammengefasst, wir haben schon sehr viele Smart Devices, Smart User. Richtung wieder Datenschutzgrundverordnung. Das heißt für mich, viele Leute werden so in der Lage sein, das zu verstehen, wie man es bedient.
Aber die Fragen, so wie jetzt, und das sieht man ja bei Facebook und Konsorten, was läuft da im Hintergrund ab? Warum gibt es so tolle Samariter wie Facebook, Google und andere große Konzerne, die mir kostenlos Speicherplatz geben und mich vernetzen und das sogenannte Benutzererlebnis erhöhen? Muss man sich mal fragen. Und die wenigsten, die ich kenne, die jünger sind, stellen sich diese Frage. Die sind einfach nur voll froh drüber und sagen, toll, das funktioniert, ich kann alles teilen, was ist. Und da gibt es also ganz tolle globale Programme, auch noch wie Snapchat, wo sie dann sagen, das ist sowieso ganz toll für alle Jugendsünden, weil die haben mir ja gesagt, dass die nach 10 Minuten alles auslöschen. Dann sagst du dazu, also rein technisch betrachtet, was im Hintergrund abläuft, ist wahrscheinlich höchstwahrscheinlich eine Datenbank, die ein Feld hat, zeige an, User gelöscht oder nicht. Da ist halt dann eine 1 drin oder eine 0, je nachdem, was du halt machst. Und für die Ewigkeit ist schon die Domäne jugendsünden.at in allen Ländern reserviert und in ein paar Jahren zeigen wir dir halt, was du gemacht hast. Aber so ist das Verständnis generell. Deswegen, es liegt nicht nur am Gesetzgeber eben, dass er uns sagt, EU-Datenschutz ist wichtig, vielleicht auch einmal von den Benutzern zu hinterfragen, was tun sie eigentlich und wo haben sie überall drin eingewilligt. Und ich kann nur jedem empfehlen, ich bin selber noch bei Facebook dabei, die haben jetzt bei den Einstellungen in der normalen Web-Oberfläche die Möglichkeit, sich sein Profil als ZIP herunterzuladen, geht einigermaßen schnell. Und das habe ich mir jetzt mal runtergeladen, seit 2010. War etwas umfangreich und habe dann geschaut, die haben wirklich alles noch gespeichert. Also die haben jetzt nicht irgendwelche Daten klassifiziert, wie lange hebe ich mir eine Message-Nachricht auf, wie lange hebe ich mir ein Bild auf, was auch immer. Nein, die haben alles mit. Und das sind auch nur die Daten, die mir bekannt sein könnten. Weil ich bekomme nur das, wo ich gesagt habe, okay, das poste ich, das like ich, das schreibe ich hinein. Was ich nicht bekommen habe, sind die höchstwahrscheinlich vorhandenen Metadaten. Das heißt, wo habe ich umeinander gescrollt, wo habe ich länger draufgeschaut, wen habe ich gesucht, aber nicht geaddet und so weiter und so fort. Deswegen Verständnis einfach dahinter. Und deswegen ist immer die Frage dahinter von diesen ganzen Prozessen, Gewohnheiten, Spaß beim Spiel. Das ist immer so, spielerisch ist alles, was ich verstehe. Das heißt, wenn ich mit Leuten sage, wollen wir uns kurz die Zeit vertreiben, spielen wir, Mensch, ärgere dich nicht, leicht erklärt, können wir zusammen spielen. Wenn ich Leuten erkläre, mir ist fast, spielen wir aber die Schach, der andere kann das nicht, wird schon schwierig. Also dem alles beibringen in 5 Minuten geht schwer. Das wäre genau das Gleiche hier. Ich muss ja nicht technisch jetzt ein Techniker sein, auch von Benutzerebene, damit ich sage, das, was mir die EU jetzt eigentlich als Verordnung vorgibt, also wirklich den Mitgliedstaaten vorgibt, das hat ja durchaus einen Sinn. Es war halt primär für Große gedacht. Und der einzige Unterschied ist halt nur der, früher hat die EU gesagt, bei der Diskussion drüber, also Datenschutz wird dort auch schon diskutiert, seit 2012, 2016 haben die sich dann darauf geeinigt, auf diese EU-Verordnung mit allen Artikeln und sogenannten Eröffnungsklauseln, die halt dann den Mitgliedstaaten ermöglichen, das lokal anzupassen. Und hat halt gesagt, naja, das schreiben wir primär großen Firmen vor, ab 250 Mitarbeitern. Soweit auch okay. Wobei immer die Frage ist natürlich, das würde jeden Kleinen auch betreffen, weil aufgrund der Mitarbeitergröße ist ja noch keine Ahnung, wer es sein kann. Was ich aber auch dazu geschrieben habe, ist jeder, der ist betroffen, der strukturiert Daten verarbeitet. Und das muss nicht unbedingt elektronisch sein, das kann auch noch mit Karteikarten sein. Also de facto eh jeder, der irgendwie unternehmerisch tätig ist, der ist davon betroffen, egal wie groß er ist. Und was noch dazu kommt, ist eben von den Strafen eben sehr in die Höhe gegangen, das Ganze. Der ist eben da hier mit Zuverlässigkeit, Sicherheit, Geschwindigkeit, das ist auch wieder so ein Aspekt. Da sagt jeder schon, ja, wenn ich jetzt was Sicheres mache, puh, das wird ja wieder dauern, da muss was überprüft werden und Aufwand und wie auch immer. Die Gegenfrage von mir ist immer die andere. Hat da jemand schon einmal sich Gedanken gemacht, wenn das jetzt nicht funktioniert? Also gerade in unternehmerischer Sicht, ich schalte das Ding geht nicht. Andere Variante, ja, das Ding ist gar nicht mehr da, weil es mal gestohlen worden ist, weil es irgendwo überschwemmt worden ist, was auch immer. Habe ich mir schon mal Gedanken gemacht über diesen Worst Case? Habe ich schon mal durchgespielt. Vielleicht, wenn ich Zeit habe und nicht erst dann, wenn ich eh keine Zeit habe, wenn noch viele andere Sachen passieren. Ist auch wieder sehr interessant, wenn man dann draufkommt, viele Leute stellen sich die Frage gar nicht. Also auch alle, die jetzt ihre Daten da mobil haben, wo auch immer halt, die sagen, das hat eh schon jemand gespeichert, das wird schon funktionieren. Ja, hat man schon mal nachgefragt, ob das geht. Wenn ich offen bin, wird es vielleicht leichter sein. Wenn ich nicht offen bin, also habe schon Kollegen gehabt, die dann versuchen, bei diversen proprietären Programmen Dinge wieder herzustellen. Das wird dann sehr lustig, wenn der Hersteller gar nicht mehr existent ist. Dann kriegst du nämlich die Info, die Rechte sind ungeklärt, eigentlich legal darfst du es gar nicht angreifen. Und bis man sich legal die Rechte erwerben kann, dauert es, wenn man sie überhaupt kriegt. Also eben generell da hier dieser Aspekt, weniger ist mehr. Das heißt, man soll sich mal die Frage stellen, bei allem, was man verwendet, gerade auch in diesem beruflichen Kontext, muss ich wirklich so viel installiert haben? Und was ich installiert habe, weil es ja gerade da hier um diese persönlichen Daten geht, muss ich überhaupt so viel Daten sammeln und wie lange? Das heißt, habe ich eine Grundlage dafür? Weil was nämlich jetzt passiert, bisher war bei den meisten Firmen so oft die Frage, wie lange speichern die Daten? Na, solange wir Platz haben. Sonst sagst du, es ist eine technische Angabe, aber keine juristische Angabe. Und
Noch zur Information, ich bin Techniker, also ich mache hier auch natürlich keine juristische und keine sonstige Beratung, ist nur eine Information, wie das Ganze vor sich geht. Auf jeden Fall eben, wenn ich jetzt in Zukunft eben mit Daten hantiere, speziell mit persönlichen Daten, muss ich mir immer die Frage stellen, habe ich A eine Grundlage dafür, weil prinzipiell Datenschutz ist einmal ganz oben und es gibt nur Ausnahmen vom Datenschutz. Und für diese Ausnahme muss ich einen entsprechenden Grund haben und da muss ich aber dann auch definieren, wenn ich jetzt schon anfange Daten speichern, mit welcher Begründung halte ich die wie lange auf? Also ich kann immer argumentieren, okay, für die Finanz werde ich was brauchen, wenn ein Kunde bei mir ein Geschäft gemacht hat, dann werde ich halt die Rechnung brauchen, wo dann oben steht, Adresse von dem Anschrift, weil die Rechnung muss ich ja 7 Jahre aufhalten. Wenn ich also mal irgendwo bin, wo es Gewährleistungsansprüche gibt, die bis 30 Jahre gehen, beim Bau noch länger, dann habe ich entsprechend längere Fristen. Das muss man dann halt auch mit Leuten abklären, die sich da auskennen, also am besten mit Juristen oder mit Unternehmensberatern. Aber es wird nicht mehr reichen zu sagen, ja, ich speichere das Holz so lange ich kann und solange die Technik mir das erlaubt. Bestes Beispiel immer bei allen, die so Video überwachen, ist immer die erste Frage, hast du überhaupt eine Grundlage dafür, dass du das darfst? Da ist meistens schon ein Achselzucken. Und die zweite Frage dann eben, und wie lange tust du aufzeichnen? Ja, bis die Platte voll ist und dann überschreibt sie sich wieder. Ist halt auch eher so eine, naja, Ansage. Was ich noch da untergeschrieben habe, die anderen beiden Sachen sind noch zwei Aspekte, die man nicht vergessen sollte. Das heißt, hier mit Gender, Frauen in der Technik und Senioren Internet, das sind zwei Zielgruppen, die meistens nicht beachtet werden. Also die Anzahl der Senioren speziell, die steigt. Es hat einmal vor, ich glaube, 1-2 Jahren geheißen, 35% sind mittlerweile schon im Internet. Das Ganze geht auch in die Höhe. Und natürlich, Technik generell gesehen, ist ja momentan sehr männerdominierend. Also ich denke mir halt, vielleicht haben wir da auch, wenn man den Frauenanteil erhöht, wie andere Aspekte dazu. Weil die bisherigen Programmiersprachen sind ja eher sehr männerlastig. Also if, then, else, da brauche ich einen großen Wortschatz dafür. Bitte? Super, also wenn es schon so geht, ich sage, ich freue mich immer, wenn noch mehr das Ganze ist. Das Publikum wird zum Glück schon durchmischt, da freut mich auch sehr. Man kann ja an Technik auch einen Spaß haben, eben wenn man es versteht. Und was halt noch immer dazu kommt, auch wieder in Richtung Datenschutzgrundverordnung, ist diese Geschichte da hier mit dieser lokalen Wertschöpfung. Das heißt, ich muss einmal die Frage stellen, wenn ich immer nur Dinge verwende, die mir andere vorgeben, und ich habe hier sowas wie einen Sozialstaat, dann werde ich an Wertschöpfung eher nur die 20% Mehrwertsteuer verdienen, die ich halt am Verkauf verdiene, sofern ich dann eh andere das Video übers Ausland machen, kennt man eh Irland und Konsorten, die dann eh noch bessere Steuersätze haben. Das heißt hier Richtung Mehrwert und Nachhaltigkeit, Businessmodell, wie schaut es aus? Will ich zum einen Leute hier haben, die das verstehen, die eben die richtigen Fragen auch stellen für Datenschutz, die das auch behirnen, was dahinter vor sich geht, oder eben nur anwenden? Also quasi da hier Produkt, Dienstleistung. Wenn ich mir dann auch die Frage stellen muss, künftig, es soll ja jemanden geben, der mein System auch entsprechend wartet, patcht, Ansprechpartner ist, da sieht man eher Wertschöpfung hier bringen. Und der Vorteil bei Open Source ist ja das, was ich so verstehe und auch immer bei der WKO sage, man hat eine durchaus globale Community. Das ist meistens eine größere F&E-Abteilung, als alle Firmen weltweit haben. Man kann es aber netterweise lokal anpassen. Das heißt, ich kann mich sehr wohl entscheiden zu sagen, diese Sachen mache ich mit dir gerne mit, auch von dem Core her. Und dafür die lokale Anpassung von der Benutzeroberfläche mache ich für die Benutzer, damit sie es auch verstehen da hier. Weil es mag sein, dass ich da hier von meinen Geräten in meiner Firma eine andere Benutzergeneration sitzen habe, als du vor deinen Geräten. Das ist für mich immer spannend, auch sicherheitstechnisch gesehen, wenn ich davon ausgehe, dass alle Benutzer das gleiche Verständnis haben. Geht nicht. Konsument-Produzent habe ich vorher schon kurz erwähnt mit dem Know-how hier. Und diese Abhängigkeiten und Innovationsgeschichten von Import-Export. Man sieht ja eh weltweit, dass die Globalität, wie schnell auf einmal dann Staaten, wenn sie politisch nicht mehr so genehm sind, Gründe gefunden werden, um Embargos zu verhängen, um andere Sachen zu verhängen. Insofern haben wir glücklicherweise ja kein Öl. Aber von den Sachen her kann man überlegen, naja, wenn ich was Offenes bei mir habe, das kann ich ja viel besser einsehen und verwalten. Und wenn wir hier an einer Uni sind, schreibe ich das auch halt immer hinein mit FH, Uni als intellektuelle Durchlauferhitzer, aber überspitzt formuliert. Weil halt eines ist, seit ich in der Technik bin, die Anzahl der Techniker ist immer gleichbleibend limitiert. Also kann man auch da mal sich anschauen, bei allen, die sich bewerben auf einer FH, auf einer Uni, bei allen Studiengängen, die Sozialstudiengänge gehen meistens über, Medizin geht auch über, die anderen Betriebswirtschaft auch. Bei den Technikern eher konstante Raten, die sich dafür interessieren, obwohl die Techniker viel mehr könnte mittlerweile und auch schon viel besser handhabbar ist. Also da ist noch viel zu tun. Und was ich halt auch immer feststelle, mittlerweile auch schon bei mehreren Konferenzen, wo ich dabei war, die Firmen rittern ja nach wie vor um diese Techniker, die sich ausstehen, das sind immer weniger, die müssen dann immer mehr machen. Das heißt, die bekommen dann alle schon zwar sehr gut gezahlt und all-inklusive Verträge und am besten gleich den Büro-Schlafsack, wo man sagt, also am besten halt bleibst bei mir, bis halt irgendwann so meistens mit Mitte 40, spätestens 50 das Burnout kommt. Und dann übernimmt dich ja eh wieder der Staat, weil der macht ja dann eh den Sozialstaat.
deswegen auch die Idee dahinter, eben, wie könnte man das auch in eine andere Richtung bringen. Und eben dieses Community Management ist halt auch sein Aspekt. Wie ich jetzt schon sage, eben Richtung Datenschutzgrundverordnung, ich möchte mich eröffnen, ich möchte mit offener Software arbeiten. Damit es halt auch nicht reichen zu sagen, ich habe einmal geschaut, was damals Zeitpunkt X das beste System war, das habe ich mir installiert. Ich muss ja laufend beachten, wie sich die Community entwickelt. Das heißt, welche Trends gibt's? Wo will ich mitmachen, wo nicht? Das heißt, in Richtung dieses ganzen Service-Modell, bei Open Source muss ich ja nicht der sein, der das Ganze aktiv mitentwickelt. Es reicht mittlerweile schon, wenn ich der bin, der eine Art Consulting-Funktion hat und Leute berät, was aktuell gerade interessant ist, wo muss darauf gefasst sein müssen, dass aufgrund in der Community das und das passieren wird. Und ich kann ja die Community auch nach wie vor unterstützen. Also nur, weil man die Sachen kostenlos runterladen kann, ich kann mich ja auch sehr wohl aktiv daran beteiligen, mit Geld, mit Wissen, mit allem Möglichen. Das ist ja nicht verboten per se. Also dieses Management ist eben eine ganz wichtige Option dahinter. Und das mit diesen Netzwerken, Kooperation ist auch eine Geschichte, weil ich sehe halt immer gerade auch im kreativen Bereich, da rennen ja alle mit diesem Apfel-Logo umeinander. Also gibt fast keinen, der Design macht oder irgendwas, der nicht so einen Rechner, der sehr dünn ist, aber mit Apfel-Logo. Deswegen ich mir überlege, warum man das nimmt und dann auch frage. Eine Möglichkeit natürlich immer, ja, weil es halt sehr dünn und sehr flach ist, aber das Hauptargument ist immer, weil es halt funktioniert. Dann schaut man sich einmal an, was machen die mit dem Apfel-Logo? Na, was ganz Einfaches. Die haben eine sehr limitierte Hardware und eine eigens hergestellte Software dafür und deswegen wissen sie halt auch, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das könnte man im Open-Source-Bereich auch machen. Ich habe gestern mir auch hier den Vortrag angeschaut am Nachmittag mit diesem Linux für den Desktop, warum das noch immer bei 1% ist und warum das nicht höher wird. Ja, vielleicht deshalb, weil es einige Firmen draufkommen. Ich könnte ja die Hardware mit anbieten. Also Beispiel Laptop habe ich gestern festgestellt, gibt es eine Firma, die heißt Tuxedo, soll keine Werbung sein. Aber die haben offenbar verstanden, sie verkaufen nicht nur Laptops, sie verkaufen Laptops und geben an, welche Versionen von welcher freien Software darauf mit allen Treibern funktionieren und wie lange das auch serviciert wird. Das heißt, wenn es immer das Argument kommt nachher dann, ja, aber die sind ja teurer als irgendein billiger Windows-Rechner beim Mediamarkt, das mag schon sein. Ich muss ja Äpfel mit Äpfeln vergleichen und nicht mit Birnen. Das heißt, ich muss auch sagen, gut, die geben dir im Prinzip das gleiche Versprechen wie Apple. Die sagen, wir bieten dir ein Produkt an, das wir entsprechend servicieren werden die nächsten Jahre. Da sind wir aber noch eine Ecke billiger als die. Also nur so vom Denken hier. Und natürlich Crowdfunding auch im Open-Source-Bereich möglich. Das heißt, wenn ich was entwickeln möchte, was ja auch gestern mir bei einigen Sachen aufgefallen ist, es wurde unter anderem LibreOffice vorgestellt und dann haben halt auch nach einer Diskussion ein paar Leute gesagt, ja, prinzipiell super, aber das und das geht nicht so, wie ich es mir erwarte oder anders. Naja, wenn es jetzt nicht so funktioniert, das ist ja der Sinn von Open Source, ich könnte es ja angreifen und verändern. Ich muss halt jetzt nicht an den Supporter schreiben und sagen, bitte, bitte macht. Ich könnte vielleicht auch einmal mir überlegen, machen wir doch ein Crowdfunding dafür und sagen, alle LibreOffice-Benutzer, die gleiche Idee haben oder diese Fähigkeit vermissen, ich alleine kann mir jetzt die paar hundert oder tausend Euro nicht leisten für die Entwicklung, aber bitteschön, machen wir ein Crowdfunding, innerhalb von einem Monat stellen wir das auf, die entwickeln das für uns, geben das wieder frei her und ich bekomme dafür für anderen Seiten wieder was zurück. Weil es auch die Idee natürlich von der Finanzierung her, ich kann ja ruhig einmal auch was hergeben und auch finanzieren, weil ich davon ausgehe, irgendwas kriege ich von anderen auch schon zurück. Das ist nicht so schwierig. Jetzt kommt zu dieser EU-Datenschutzgrundverordnung. Also eben, wer ist davon betroffen? Am Anfang hat man ja gedacht, das sind nur in dem Sinn Firmen, das sagen die meisten heute in den Medien das lesen. Natürlich sind auch alle Behörden davon betroffen. Die müssen sogar zwingend nachher dann einen sogenannten Datenschutzbeauftragten bestellen. Der einzige Unterschied ist, wenn man hineingeschrieben hat bei den Behörden, speziell in Österreich, die werden nicht bestraft. Also wenn die was Falsches machen, dann müssen sie es zwar richtigstellen und argumentieren, aber die bekommen keine Strafe. Und das gilt auch für Vereine. Also das heißt, jeder, der bisher gesagt hat, naja, ich bin ja noch Mitglied in einem Heimgartenverein oder eben da hier Linux-Tageverein, die betrifft das auch. Also das ist keine Ausrede dafür. Auch wenn er jetzt nicht gewinnorientiert ist, der muss sich trotzdem daran halten, sprich, wie verwalte ich meine Mitglieder, wie mache ich meine Newsletter, die ganzen Geschichten halt. Das ist nichts anderes. Und was halt sich schon geändert hat, eben auch in Richtung von dieser Strafdrohung, in den Medien war bis vorigen Freitag immer noch diese 10 Millionen, 20 Millionen, habe ich vorher hatte auch schon erwähnt. Das Problem ist, also ich war jetzt am Dienstag bei einer Veranstaltung in der WKO, kann ich sehr empfehlen, von Rechtsanwalt her. Der hat dann daneben bei bemerkt, übrigens seit 20.04. Parlamentsbeschluss in Österreich hat sich da auch was verändert. Darauf bin ich dann hineingegangen ins Internet und gebe ein, so 20.04. Was schreiben da die Parlamentspost dazu? Ganz offizielles Dokument, findet sich drinnen in Österreich. Ist es eine Abänderung? Da schreibt das normale Parlament hinein, also Nationalrat mit einfacher Mehrheit, Regierung. Prinzipiell die EU sagt, wir sollen abschreckend strafen, aber in Österreich
eine sehr starke Empfehlung an die Behörden, von diesem Maximalstrafrahmen beim ersten Mal nur eine Verwarnung auszusprechen. Das heißt, wir haben dann in Österreich so das Phänomen, das typische Dreifaltigkeitsmodell. Zuerst warten wir mal, bis wir gefunden werden. Dann schauen wir mal, was die uns sagen, also Verwarnung, und dann machen wir halt irgendwas. Das ist nicht der Sinn dahinter. Also das betrifft ja auch nur die Behörde, die offenbar dazu angehalten ist, am ersten Moment nicht zu strafen. Kennen wir auch bei diversen anderen Verkehrsgeschichten. Da ist oft auch so, wo sie sagen, sie ändern irgendwo die Vorhangtafel. Und dann sind die Polizisten angewiesen, halt am Anfang, du beim ersten Vergehen, innerhalb der ersten ein, zwei Monate, du sie halt dran erinnern, straft sie doch nicht. Das ist schon richtig. Das Problem habe ich nur beim Datenschutz generell, wenn es was anderes passiert, sprich ein Datenleck passiert. Also das heißt, wenn von mir irgendjemand Daten absaugt, die woanders herauskommen, die bei einem anderen Schaden verursachen. Dann habe ich ja das Problem, es wird mir so die Behörde vielleicht aufgrund der Weisung nicht bestrafen an sich, aber der andere tritt an mich heran rechtlich gesehen und sagt, du, ich habe einen privaten Schaden, ich habe meinen Job verloren und sonst irgendwas, das ist ein riesen Verdienstengang, du kannst mich bitte auf den Privatweg entschädigen. Und dann kann ich nicht einmal als Firma von einer GmbH, also als Geschäftsführer sagen, ich habe nichts gewusst davon, weil mir war das ja bewusst. Ich habe nur darauf spekuliert, dass die Behörde mich nicht bestrafen wird. Also deshalb auch trotz dieser ganzen Sachen, die da drinnen stehen. Es ist leider so, dass heute Unternehmer jetzt nicht mehr und die ganzen anderen Leute diese riesen Keule sehen mit den 10 oder 20 Millionen von der Behördenseite. Ich sage nur dazu als Nichtjurist, es gibt ja wohl andere Möglichkeiten, wie man sich auch rekassieren kann. Und die sind davon nicht betroffen. Von den Vorgaben her, also prinzipiell geht es halt bei der ganzen Geschichte über die sogenannten persönlichen Daten. Wenn ich als Firma einmal verschiedene Daten bei mir sammle, das sind ja zum Teil ja wirklich halt bei Firmen, die irgendwo CNC-Maschinen fräsen, alles Mögliche, das sind reine Produktdaten. Die fallen da jetzt nicht drunter. Es geht aber um alles quasi, wo ich aufgrund der Daten auf eine Person rückschließen könnte. Also sprich, mein Ansprechpartner von der Firma wird meistens eine Person sein. Solange die Maschinen nicht untereinander kommunizieren, werde ich immer noch mit Menschen reden. Der hat genauso einen Namen, eine Telefonnummer, was auch immer. Da muss ich schon mal Gedanken machen, okay, das heißt, wie werde ich künftig damit arbeiten? Habe ich jetzt wirklich einen Auftrag, wo ich eben eine Grundlage habe und sage, aufgrund eben von Steuerrecht, wie auch immer, muss ich das einige Jahre speichern? Oder war das vielleicht nur eine Anfrage, wo mich einer mal kurz gefragt hat, kannst du das machen? Ich habe nachgeschaut und gesagt, nein. Und ich habe es aber nicht gleich gelöscht. Weil ich halt da gedacht habe, naja, vielleicht später mal kann ich den kontaktieren, in 5 Jahren, wie auch immer. Dann werde ich schon ein Problem argumentieren, dass ich dem seine Daten noch immer im System gespeichert habe. Weil das ist auch wieder so Definition bei Bestandskunden, da kann ich die Daten speichern und argumentieren, mit denen möchte ich ja weiter Kontakt haben. Aber genauso eben vielleicht für die Studenten da hier, wenn man sich jetzt bei Firmen bewirbt und sagt, ich schreibe denen eine Initiativbewerbung, auf die und die Stelle, habt ihr was frei für mich? Und die sagen dann auch nein, dann war es halt bei mir immer früher noch so, dann ist das Schreiben gekommen von der Firma, derzeit nicht. Und dann haben die mir gleich erklärt, aber wir werden ihre Daten in Evidenz behalten. Das geht künftig auch nicht mehr. Das heißt, die dürften mich maximal nur fragen, derzeit nicht, Punkt. Und dann müssten die mich fragen, wenn sie möchten, dass wir ihre Daten in Evidenz behalten, bitte senden sie uns aktiv innerhalb dieser Zeit eine Antwort. Nichts anderes. Das ist genauso bei allen Fragen, ist immer so Richtung Bestandskunden. Also wir haben dasselbe Problem bei unserer Seite. Wir haben bei dieser Open-Source-Seite von der WKO auch noch gehabt, ein Formular, wo die Leute sich eingetragen haben als Interessenten für Newsletter. Was wir da noch nicht gehabt hatten, war eben dieses Rückcheck mit dem Double Opt-in, dass der die E-Mail-Adresse eingetragen hat und den Namen, zumindest die Person ist, die E-Mail-Adresse verwaltet, als Nachweis irgendwie halt. Das heißt, insofern müssen auch wir uns Gedanken machen, wie können wir hier mit dem Altbestand umgehen? Kann ich hier diese Leute eben anfragen, dass sie mir bestätigen, ich soll sie weiter informieren? Wie handhabe ich das in Zukunft? Und das betrifft halt alle Leute, die irgendwo Formulare im Internet haben, speziell die Vereine, weil da wurde oft auch nochmal die Internetseite aufgesetzt für den Verein, die haben das damals nicht implementiert. Die haben jetzt auch viele zum Teil Karteileichen, viele Sachen, wo der vielleicht das nicht mehr will. Also das alles bitte entsprechend überdenken dahinter. Diese Artikel und Klauseln, das habe ich nur so kurz da hineingeschrieben, weil ich habe es in dem Sinn für den ganzen Vortrag nur eine Dreiviertelstunde. Es gibt dazu Veranstaltungen, die dauern von Stunden bis Tagen. Ich kann da auch sehr empfehlen, die WKO-Seite, also ich gebe dann eh noch die Links hinein, dann eben in der Präsentation, die man dann eh finden wird auf den Linux-Tagen-Seiten. Die haben dort Videos, die haben dort Präsentationen. Ich kann auch empfehlen, dass man einmal zu der Veranstaltung hingeht. Also ein, zweimal im Monat ist dort eben so 2-3 Stunden jemand, der von den Aspekten viel Ahnung hat, sprich ein Rechtsanwalt. Und das mittlerweile auch schon durch Praxisbeispiele sehr gut erklären kann. Ich habe halt nur eines festgestellt, das war beim ersten Mal, wo ich in Wien draußen war, vor einem halben Jahr. Da gab es einen ganzen Tag nur für Rechtsanwälte und ich bin Techniker. Dann habe ich verstanden, was der Unterschied zwischen Source Code, Compiler und Interpreter ist. Aber was sie mir dort gezeigt haben, war der juristische Source Code.
Das ist quasi das Gesetz in Reinkultur, da stehen alle Paragraphen drinnen, in einem sehr Juristendeutsch mit vielen Beistrichen, Komma und so weiter. Ich glaube, der längste Satz hat 5 Minuten gedauert, ohne irgendwie Pause zu machen. Und dann stellen wir noch eines fest, von der Entwicklerseite her ist man der Technik gewohnt immer, man kompiliert das. Das heißt, irgendwo gibt es eine Instanz, die schaut drüber, die kennt alle Neuerungen. Und wenn man kompilieren rauskommt, kein Fehler, kann davon ausgehen, das Programm ist fehlerfrei. Das gibt es im Use-Bereich eher nicht. Die sind so eher auf der Interpreter-Ebene. Und das Problem ist, ich habe auch keinen generellen Interpreter, sondern geht wirklich zeilenweise das Programm durch. Und dann ist die Frage, wer mich gerade prüft. Das heißt, der Interpreter-Behörde kann eine andere Auffassung haben als der Interpreter-Richter, Interpreter-Instanz, Interpreter-EuGH. Deswegen wird man von Juristen auch nie eine genaue Antwort bekommen auf die Frage, kann man das so machen, sondern immer könnte, wollte, sollte, also alle Konjunktive durch. Und immer das werden wir dann schon sehen im Einzelfall. Also ich habe dort wirklich versucht, bei der Behörde eine Auskunft zu bekommen, ein konkretes Beispiel, so schaut es aus. Sie werden mich prüfen, wird das Ja oder Nein ergeben? Keine Antwort. Das werden wir dann schon sehen, aber ich meine, das schaut doch nicht anders aus. Es ist genau die gleiche Situation, halt nur ein paar Wochen später oder Monate später. Sehr spannend. Das ist auch der Grund bei Beratern, also eben, ich warne auch jeden, der vor der Techniker ist, der gewohnt ist, eine klare Ansage zu liefern. Es gibt auch bei der WKO ein Berufsbild für diese UBIT, also Unternehmensberater, IT und Buchhalter. Da bin ich auch dabei. Ich habe mir das angeschaut und wenn ich dann sage, ich bin IT-Dienstleister, haben die im letzten Herbst hineinreklamiert, was ja zum Teil gut ist. Wir dürfen auch im Nebengewerbe bis zu 30% beraten. Das hat nur den Pferdefuß, was der Kunde sagen könnte, wenn ich ihn jetzt nur technisch berate zu dem Thema EU-DSGVO und vergesse auch organisatorisch zu beraten, könnte dann nachher hergehen und sagen, ja, aber da ist drinnen gestanden, du kannst ja auch organisatorisch beraten, das hast du nicht ausgeschlossen, also bitte, ich hätte gerne mein Geld zurück. Im geringsten Fall. Also wenn sich jemand selbstständig macht, bitte schauen, was auch enthalten sein könnte dabei. Das ist auch immer ganz wichtig. Das mit den Geschäftsprozessen und Verantwortung. Das ist auch so eine Sache halt, weil die meisten Leute glauben ja, wenn sie jetzt irgendwo Geschäftsführer sind, Vereinsführer sind, sie suchen sich da jetzt jemanden aus, der hat es drinnen stehen und den billigsten nehmen sie, weil der hat es ja eh so unterschriftfrei gegeben. Es ist sehr wohl auch definiert, dass es ein Verfahren gibt, wenn man da hier ein Problem hat mit einer Auswahl, also man hat keine Sorgfalt walten lassen. Das heißt, wenn ich weiß, da hat mir jemand zwar was angeboten, formell, wo aber keine Referenzen angegeben hat, kein Nachweis, dass er seine Schulung überhaupt machen darf, was auch immer halt, und ich habe denen den Auftrag erteilt, dann habe ich wieder das Problem mit dieser Außenhaftung und Innenhaftung. Das heißt, ich werde weiterhin äußerlich der Ansprechpartner sein für alle, die davon betroffen sind, muss sie im Zweifel auch entschädigen. Und ihnen kann ich mich dann schon bei dem regressieren. Das wird nur ein Problem sein, wenn der nichts hat. Also nur auch zur Info, auch wenn man jetzt kein Techniker ist, man soll zumindest einigermaßen was verstehen. Und das freut mich auch, ich habe draußen am Stand auch aufliegen, und zwar von einer anderen Expertengruppe, mit der wir zusammen kooperieren. Das sind die von der IT-Sicherheit. Die haben da einen ganz normalen Fragenkatalog, so als kleinen Leporello. Da stehen ganz normale Fragen drinnen, die Datensicherheit betreffen. Da steht nicht drinnen, ob das System jetzt proprietär oder Open Source ist. Und deswegen kooperieren wir auch mittlerweile miteinander, weil wir sagen, naja, das zeigt vielleicht für die Leute dann, primär muss ich mir diese allgemeinen Fragen stellen für meinen Datenschutz und erst dann in zweiter Instanz kann ich weitergehen und mir Gedanken machen, interessiert mich Open Source sowieso, weil ich es verstehen will und vielleicht auch unabhängiger bin, will es weiter proprietär haben. Und was halt immer passiert bei den meisten Firmen, die ich auch kenne, die haben ein limitiertes Budget. Das heißt, es wird nicht größer. Und wenn die es dann eh schon wissen, sie müssen einmal nur, um das System zu implementieren, einen Großteil vom Budget verwenden, dann passiert der größte Effekt, der halt immer da ist, ich habe kein Geld mehr für eine gescheite Dokumentation und schon gar keine für die Schulung. Und einfach nur eben die Probleme vom Computer hinsetzen und sagen, die machen das dann schon, weil es ja auch so intuitiv ist, ist eher der falsche Ansatz. Also auch wieder Richtung Datenschutzgrundverordnung, ich werde auch in Zukunft meine Mitarbeiter regelmäßig schulen müssen. Weil das System alleine, ja, das ist schön, nur ich muss auch irgendwie nachweisen, dass ich meine Mitarbeiter hier informiert habe, was ist überhaupt Datenschutz, wie geht man da um? Da geht es nicht um Programme alleine, genauso auch, was mache ich mit USB-Sticks, die ich finde. Stecke ich die einfach an und schaue, was drauf ist, obwohl es nach wie vor einer der einfachsten Wege ist, um in einen Rechner reinzukommen. Kann da auch nur empfehlen, die kann man bei der WKO sich holen, gibt da auch solche Bücher für Mitarbeiter und für Firmenchefs. Da stehen auch einfach Sachen drinnen mal. Zumindest wenn ich das mir mal zulege und mir dann unterschreiben lasse, das haben dich die durchgelesen, kann ich schon mal argumentieren, die haben eine Art Grundinformation erhalten. Deswegen, ich bin jetzt nur ehrenamtlich bei der WKO für meinen Bereich dabei, aber ich sage, die haben sehr viel Infomaterial, was man kostenlos bekommen kann. Es ist nächste Woche auch die Gründermesse, kann man auch kostenlos hingehen, ist ein Stand von denen. Also am besten eben für das Thema, sich dort gleich informieren und alles nehmen, was sie gratis haben, das ist sehr gut aufbereitet in der Website.
Da kommen wir zum nächsten Teil. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist mit Pflichtenheft, Testdaten und SLA steht eben für Service Level Agreement. Das ist genau das. Wiederum vollkommen wurscht, ob ich jetzt proprietär bin oder ob ich jetzt Open Source denke. Richtung Datenschutzgrundverordnung. Danke für den Hinweis. Richtung Datenschutzgrundverordnung eben habe ich mir mal überlegt, generell, was tut mein System? Habe ich entsprechend auch Testdaten, die regelmäßig nach Updates überprüfen, ob die auch lesbar sind oder eben nicht? Und was habe ich da für eine Reaktion vereinbart mit dem, der es mir betreuen wird? Eben, reagiert er innerhalb von Minuten, von Stunden, von Wochen, von Tagen oder habe ich da gar nichts stehen? Denn Worst Case, weil ich auch immer das Bild bringe da von diesen meistens eher deutschen Touristen, die so auf den Großglockner gehen mit Sandalen und sich dann wundern, wenn auf einmal ein Wetterumschwung kommt und die Bergrettung kommen muss. Genauso die Frage da hier. Das heißt, habe ich das schon einmal durchgespielt? Habe ich noch keine Ahnung davon? Der Punkt Backup schreibe ich deswegen hinein, weil es halt viele Leute so schreiben. Besser ist halt immer hinschreiben Wiederherstellung. Weil auf die Frage, machst du ein Backup, sagen die meisten ja. Auf die Frage, hat schon mal probiert wiederherstellen? Eher nicht. Und dann kommt es nachher drauf, da war was falsch angehackelt oder hat was falsch gesichert, was auch immer. Genauso die Frage auch, wenn ich jetzt laufend Backups mache und ich arbeite noch mit physikalischen Geräten, kann ich das Backup auf einen eventuell neuen Rechner mit anderer Hardware auch wieder einspielen? Oder bekomme ich dann schon beim Start die Information, Bluescreen, aufgrund geänderter Mehr-3-Komponenten-Regel, eben an der CPU, was auch immer, geht das mit deinen Lizenzschlüssel sicherlich nicht mehr. Virtualisiere ich das Ganze vielleicht? Und auch die Frage da hier mit der Vertretung. Weil eins ist halt auch, gerade auch bei kleinen mittleren Unternehmen der Fall, wenn man hier sich keine Gedanken macht, ich bin nur eine Person. Naja, wer wird mich im Fall des Falls auch vertreten können? Da tue ich mir halt dann auch leichter, wenn ich sage, ich bin Teil von einer Open-Source-Community und habe andere Partner, die genauso da eingreifen können und auch dürfen. Oder ich bin ein Startup und wir sind momentan ein oder zwei Leute und das werden wir dann schon noch machen. Also gibt ja gerade speziell im Internet diverse Website-Angebote, wo man sich sehr einfach seine Website klicken kann, seine Daten hineinspeichern kann. Was ich dort nie finde, ist eine Art Backup, die mir sagen, okay, das kannst du regelmäßig sichern auf deinen Medien, deiner Wahl und in einem Format, das wer anderes auch wieder hochziehen kann. Also wenn das Startup eingeht, dann hätte ich keine Ahnung, wie ich auf meine Daten komme und das wieder zum Laufen bringe. Datenschutz, Privatsphäre, Cloud ist auch noch ein Stichwort, das ich vorhin schon angeführt habe. Es ist eh schon vorgeschrieben. Also die EU sagt ja eh schon, das müsst ihr machen. Und Privatsphäre, Cloud, ich kann mir auch mal Gedanken machen, Own Cloud. Gibt da hier auch einige Vorträge und Projekte. Ich kann mir auch selber halt einmal gegen Entgelt Speicherplatz mieten im Internet. Ist ja kein Problem. Angebote mit Domain ab 3 € pro Monat, das ist durchaus leistbar. Auch mit eigener E-Mail-Adresse. Sage ich auch immer dazu, weil viele halt einmal angefangen haben mit einer Gmx-Adresse, einer Hotmail-Adresse, einer sonstigen Adresse. Und wiederum das Gleiche, die großen Gönner geben mir freiwillig E-Mail-Speicherplatz an und komischerweise, wenn ich das verwende, poppt daneben genau die Werbung auf für den Inhalt, den ich gerade geschrieben habe. Na, was machen die damit? Also immer so der alte Hut, wenn ich dafür nicht mit Geld bezahle, bezahle ich mit Daten dafür. Und deswegen auch alle Sachen, die die Leute auch im Firmenbereich noch verwenden, wie Dropbox, wie andere Sachen. Ich müsste meinen Kunden mitteilen, ich verwende Systeme, wo beispielsweise bei den Amerikanern drinnen steht, diese Daten werden sie ihren Behörden weitergeben. Da sehen auch Wirtschaftsbehörden dazu. Und wenn dann auf einmal vielleicht Geheimnisse woanders auftauchen oder jemand ein Produkt schnell auf den Markt bringt, wird mir das nicht so taugen. Also im Großen und Ganzen unten der Grund für mich ist eben dahinter, ich muss mich entscheiden einmal, will ich weiterhin abhängig sein oder selbstbestimmt. Und wenn ich jetzt eh schon den Aufwand habe, das heißt, wenn mir jetzt eh schon mit dem Argument Datenschutzgrundverordnung vorgegeben wird, ich sollte mal eine Art digitale Inventur machen. Und ich muss jetzt eh mal zumindest ein Verfahrensverzeichnis anlegen, wo ich einmal hinschreibe, was verwende ich für Programme, welche Daten fallen da an, speziell welche persönlichen Daten, wie werden die gesichert, administriert und wer ist da auch der Verantwortliche dafür? Dann macht das Sinn. Da kann ich sagen, noch machen wir noch eine Spalte mehr. Welche Lizenz haben wir dafür? Kann man die überhaupt anpassen, auch in Richtung Löschkonzept, Archivierung, alles Mögliche? Oder müssen wir eh was Neues einkaufen? Naja gut, muss ich dann wieder beim Gleichen bleiben oder kann ich gleich auf was anderes tauschen? Das haben wir so im Kursdurchgang, um die Zeit einzuhalten, bis 3/4, weil ich gerade sehe, bin jetzt in der Schlussminute angekommen, der Aspekt und jetzt eben der letzte Punkt, eben Fragen, Fazit. Mein Fazit ist eben, ich bin ganz gerne selbstbestimmt dahinter. Bin offen für Fragen, wie es bei euch ausschaut. Wie ist das Thema bei euch schon angekommen? Habt ihr euch schon damit beschäftigt? Beruflich, privat? Ihr könnt ja auch selber dann Auskunftsbegehren stellen, also eben ab 25. Mai darf ja auch jeder schon an die diversen Firmen, Behörden und so weiter Auskunftsbegehren Fragen stellen. Die müssen dann auch zumindest innerhalb von einem Monat darauf reagieren irgendwie. Und das ist auch der Prozess, der auch jeden betreffen wird. Das ist auch genauso, wenn ich Verein bin oder Firma bin. Es kann mir passieren, dass mich schon am 25. Mai jemand eine Anfrage stellt. Der muss ich zumindest einmal dann zurückschreiben, deine Anfrage ist in Bearbeitung
Und ich sollte mir vielleicht überlegen nachher dann noch, ja, wie teile ich ihm das Ganze mit? Wie überlege ich überhaupt, wie der Nachweis, dass er die Person ist? Also so den nächsten Datenleckpunkt bei mir, dass ich jemandem Daten gebe, die ihm gar nicht gehören würden. Also da viele Aspekte dabei, wo ich sage, das geht eher in Richtung Prozessdefinition. Die Technik an sich und auch Open Source ist nur ein Tool dafür. Wichtig ist bei allen, sich die Prozesse zu überlegen dahinter und wer auch dafür verantwortlich ist. Ja, das wäre ziemlich pünktlich, ist eine Punktlandung um halber. Danke mal für eure Aufmerksamkeit und stehe für Fragen noch zur Verfügung. Gerne hier oder eben auch beim Stand vorne bei der OSEC. Danke.